Wir haben wenig Brot, Frau. Was sollen wir tun? Die Kinder müssen weg. Nein, das geht nicht. Das sind meine Kinder. Doch, sie müssen weg. Okay, aber mach du das. Gretel, fürchte dich nicht. Ich werde schon irgendwas finden. Er ging raus und sammelte Kieselsteine, die hell im Vollmond leuchteten. Los, wir gehen raus in den Wald, ihr Faulenzer. Alle der Mami nach. Wir gehen Holz hacken. Oh nee, nein, nee, nicht schon wieder Holz hacken. Wann gibt's Essen? Gleich, ihr kriegt gleich was. Los, Hänsel, wo wartest du? Hänsel warf die Steine hinter sich. Hänsel, werden unsere Eltern je wiederkommen? Ja, schon. Und wenn nicht, dann weiß ich den Weg. Gute Nacht, Hänsel. Gute Nacht, Gretel. Hänsel und Gretel folgten den Steinen und fanden den Weg nach Hause. Wo wart ihr denn so lange? Wir haben auf euch gewartet. Wo wart ihr? Wir haben immer noch zu wenig zu essen. Die Kinder müssen fort, habe ich dir doch gesagt. Das geht nicht, das sind meine Kinder. Hänsel, die wollen uns schon wieder abgeben. Was sollen wir machen? Ich werde wieder gucken. Doch dieses Mal war die Tür verschlossen. Raus in den Wald, ihr Faulenzer. Ihr kriegt gleich ein Stück Brot von mir und das soll reichen. Die Kinder folgten der Mutter sowie auch dem Vater und gingen in den Wald Holz hacken. Diesmal warf Hänsel Brotkrümel hinter sich, um den Weg zurück nach Hause zu finden. Hänsel, glaubst du, dass unsere Eltern uns diesmal holen? Ich glaub schon. Und wenn nicht, ich weiß den Weg. Lass uns schlafen. Okay, gute Nacht, Hänsel. Gute Nacht, Gretel. Hänsel, guck mal, da ist ein Haus voller Süßigkeiten. Das ist bestimmt lecker. 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 Oh. Lecker. Knusper, knusper, Knäuschen. Wer knusper an meinen Knäuschen? Der Wind, das himmlische Kind. Meine kleinen Kinderchen, kommt schon rein bei mir essen. Und Gretel musste schwer arbeiten, Tag für Tag, Tag für Tag. Zeig mal deine Finger, Hänsel. Ich will sehen, wie fett du geworden bist. Ah, jetzt mach du dummes Ding hier. Dein Bruder braucht was zu essen. Ja, okay, ich mach ja schon. So, jetzt reicht mir. Gretel, mach den Ofen an. Ich will dein Bruder essen. Ich kann das aber nicht. Zeig mir doch, wie das geht. Dummes Ding, okay. Los, rein da, du dumme Hexe. Ich wollte nur noch Hänsel befreien. Hänsel, da bist du ja. Gretel, ist die dumme Hexe weg? Die Hexe ist verbrannt. Die Hexe ist verbrannt. Und Hänsel und Gretel machen sich auf den Weg nach Hause. Oh, guck mal. Ein Fluss. Wir kommen wieder nur rüber. Da ist doch eine Ente. Komm mal her, Ente. Quack, quack, ich kann euch rüberbringen. Danke, aber ich glaube, wir müssen einzeln drüber. Quack, quack. Steig auf, Junge.
Mann, ist das schwer. Ja. Klitsch. Quack. Danke, liebe Ente. Quack. Ah. Ich glaube, ich habe Angst, mit dir zu fallen. Quack. Tschüss, liebe Ente. Und danke, dass du uns sicher rübergebracht hast. Quack. Gern geschehen. Quack. Und nun fanden sie den Weg zurück nach Hause. Was ist denn geschehen? Warum ist hier ein Kreuz? Da ist Vater. Hallo Papa. Hallo meine süßen kleinen Kinder. Willkommen zu Hause. Ja. Okay. Kommt rein in die gute Stube. Ja. Party. Und sie lebten glücklich und zufrieden bis an ihr Lebensende. Ja. Party. Party. Jetzt machen wir Partyfeuer. Es spielten Cassidy, Yannick, Luna, Marvin, Theo, Viola, mit Sascha und Eva Wahl. Juhu!